Die Luftfahrtbranche bekommt die Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders stark zu spüren. Bei den Airlines sorgen vor allem die Einreisebeschränkungen immer wieder für Unsicherheit. Bei den Flugzeugbauern führten auf Eis gelegte Aufträge zu massiven Umsatzeinbußen. Für 2022 erwartet die Branche aber ein Plus, sowohl bei den Passagierzahlen als auch bei den Flugzeugbestellungen. Schon zum Jahresbeginn zeichnet sich an den Aktienmärkten Entspannung ab. Samir Ibrahim aus der Frankfurter Börse. Flugausfälle wegen erkrankter Piloten, die Angst vor der Abschottung ganzer Länder aus Furcht vor Omikron, Flugverbindungen, die untersagt wurden, dazu die Unsicherheit, wie es mit dem Urlaubsverkehr in Zukunft laufen kann. All das hatte die Luftfahrtbranche auch nach dem Ende der jüngsten Lockdowns schwer gebeutelt. Nicht nur die Fluglinien bekamen das zu spüren, auch alle anderen Bereiche, die an der Luftfahrt hängen. Von den Flugzeugherstellern über die Flughafenbetreiber bis hin zum Einzelhandel und der Gastronomie in den Flughäfen. Nun gibt es etwas Licht am Ende des Tunnels, denn die milden Verläufe bei den Omikron-Erkrankungen machen Hoffnung auf ein Wiederaufflammen der Geschäftsreisen. Entsprechend steigen die Kurse. Die Lufthansa als Airline mit sehr starkem Geschäft in diesem Bereich legt über 6% zu. Der Flughafenbetreiber Fraport kann ebenso deutlich gewinnen wie der Flugzeughersteller Airbus. Die Hoffnung speist sich aus den Erfahrungen nach den ersten Lockdowns, also aus der Zeit, in der die Staaten ihre Grenzen für Reisende langsam wieder geöffnet haben. Kurz danach begann auch der Reiseverkehr in der Luftfahrt wieder. Und dort waren es eben nicht nur Urlauber, sondern eben auch Geschäftsreisende. Diese hatten genug von Videokonferenzen und wollten sich bei Verhandlungen wieder direkt in die Augen schauen. Auch die Lufthansa war seinerzeit überrascht worden vom schnellen Wiedererstarken des Reiseverkehrs im Business-Bereich und musste voriges Jahr eilig Flugzeuge wieder flott machen, von denen sie gedacht hatte, dass diese noch monatelang am Boden bleiben würden.